Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Yonda the Cloudcatcher Chronicles. So rum war es. Immer noch bei Umimi. Sprich mit Martha Maserung. Hallo Reisender, schön dich kennenzulernen. Ich bin Martha Maserung, Anführerin der Schreinergilde. Normalerweise würde ich dich nur zu gerne in die Gilde aufnehmen, aber wir stecken gerade in der Klemme. Los. Ich wusste sofort, dass du der Schreinergilde beitreten willst. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Was für ein Wortspiel. Gut, mein kleiner Schreiner, ich habe eine Aufgabe für dich. Wie du weißt, ist die Fähre des Dorfes schwer beschädigt. Ich möchte, dass du bei der Reparatur hilfst. Bitte bring mir einmal Nägel und zweimal Planke. Ich würde zuerst mit den Händlern hier sprechen. Sie haben eine Menge Dinge, die die Gilde braucht. Das mache ich sowieso. Planke haben wir nämlich 14 Stück. Wir brauchen bloß die Nägel. Der Typ, der lügt immer, der hat eigentlich gar nichts für mich. Warte mal, hier drüben war irgendwo ein... Hier, der hier. Hat der Nägel? Der hat Nägel. Wie viele Nägel? Warte mal, wie viele Nägel brauche ich denn? Ein. Okay. Dann nehmen wir auch nur ein. Das sind zwei. Haben wir irgendwas für hier? Dann machen wir zwei draus. So, bitteschön. Handeln. Supi, dann kann ich mit der Dame hier wieder sprechen. Mit der Omi, hallo. Ich sehe, du hast alles, worum ich gebeten habe. Gut, du wirst zu uns passen wie ein sauber gearbeitetes Verbindungsstück. Da du deine Kompetenz bewiesen hast, kannst du bei der Reparatur der Fähre helfen. Gehe zu den Docks und sage Rex, dass wir in Kürze anfangen. Machen wir. Du hast entdeckt, Gesellenabzeichen, Schreinergilde. Tiergehege groß kann ich jetzt bauen. Ein Tiergehege klein kann ich bauen. Ein Futtertrog kann ich bauen. Kleber. Heckenzaun. Oh, ein Heckenzaun. Schreinerset. Und neues Rezept. Nägel. Ein Wassertrog. Ein Holzbalken. Und Holzplatten. Schön. Ach, wie war die Stimme jetzt? Oh, du willst bei der Reparatur. Heute muss mein Glückstag sein. Ich glaube, das war sie nicht. Ich habe sie schon wieder vergessen. Unter Marthas Maserungsanleitung reparierst du die Fähre. Danke für deine Hilfe. Wann immer du willst, bringe ich dich über den Kanal. Halte dich nur von dem verfluchten König, rette drüben fern. Ein böser Ort ist das. Ich habe keine Ahnung, wie die Unterschrift, wie die Stimme von Ibali gemacht hat in der letzten Folge. Ich weiß es nicht mehr. Ich würde aber jetzt echt gern rüberfahren. Nimm mich mit. Alle an Bord. Yay, Fähre fahren. Ah, ich bin schon drüben. Okay. Danke, Rex. So, dann gucken wir uns mal hier um. Aber auch schön hier. Sehr, sehr schön hier. Das ist eine Blume. Wir haben anscheinend was zum Pflanzen. Sehr gut. Ich laufe erstmal hier so ein bisschen am Rand lang. Da haben wir einen Geist, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Glanzsand, Gebiet Glanzsand. Hallo! Die kleine Made. Nee, warte. Hier muss ich hoch. Da ist eine kurze Notiz. Glanzsandschrein. Dreimal Sonnenbrille. Ernsthaft jetzt? Kriege ich denn jetzt Sonnenbrillen hier? Nee, warte, ich will... Nein. Oh, dieses Menü, ey. Warte, Sonnenbrille, wie kriege ich denn...
kriege ich denn eine Sonnenbrille her? Das ist doch bestimmt Bastlerin oder so. Ah ja, wir werden sie schon finden. Oh, was steht denn da? Phenikorn. Es ist aber sehr hübsch. Die sehen alle ein bisschen aus wie Pokémons, aber es ist sehr hübsch. Was haben wir hier? Eiwa-Blume. Oh, ein lustiger Baum da. Sieht sehr stachelig aus. Ach, wir wollten die Haarfarbe noch wechseln. Warte. Wollen wir mal Regenbogen? Sieht das krass aus. Uah, ist das eklig, die Regenbogenfarbe. Das ist echt eklig. Die Regenbogenfarbe. Aber richtig Regenbogen ist es. Na doch, euer hier vorne wird es dann auch mal ein bisschen rot. So, können wir dich wegmachen? Nee. Einer fehlt uns. Ach, da ist so ein Steingesicht-Bumsdings. Kann es sein, dass wir die alle befreien müssen? Haben wir davon überhaupt schon mal einen befreit? Da ist noch eine Schatzkiste. Wie schön das hier einfach... Ach, es ist einfach herrlich. Weißt du, da drüben liegt Schnee und hier drüben scheint die Sonne und es sieht aus wie in der Karibik. Lila Shampoo. Mich wundert, dass ich noch kein Miezel hier habe miauen gehört. Da ist ein Miezel. Miezel nehme ich mit Sandpfötchen. Ist ja süß, der Name. Haben mehrere. Da ist irgendein Tempeleingang oder sowas. Ich gehe da gleich mal rein. Was liegt denn da blaue? Ist auch noch eine Miez? Ist auch noch eine Miez. Brrr. So, warte mal. Hallo? Wohnt hier jemand? Hier ist gar niemand da, aber das ist auch eine schöne Ecke, um zu wohnen. Ja, hast du deine Ruhe? Aber hier ist niemand da. Es sieht nicht so aus, als würde hier überhaupt jemand wohnen, aber mit dem Tor hier ist es echt hübsch gemacht. Ne, hier geht's auch nicht weiter. So, dann können wir ja mal irgendwie Richtung hoch gehen. Da so hin. Ich meine, wir haben jetzt so die Küste hier und alles abgesucht, ja. Was war das hier? Achso, das war mit den Sonnenbrillen. Okay. Ah, mal gucken, ob wir hier irgendwo hochkommen. Ich glaube es noch nicht so richtig, weil sie haben uns ja auch davor gewarnt. Aber ich glaube... Die Warnung war wurscht. Voll die schöne Höhle hier. Kommen wir denn hier jetzt raus? Laufen wir jetzt einfach nur durch und sind am Ende auf der anderen Seite, oder? Spannung macht sich breit. Ich will wissen, wo ich hier rankomme. Okay, ich muss also hier hoch. Ach, warte mal, da oben geht es auch noch lang, habe ich gerade gesehen.
Errungenschaft freigeschaltet, kein Wettrennen. Oh, warte. Hier ist eine Schatztruhe. Rotes Feuer. Na, da hat sich der Weg ja gelohnt. Du hast entdeckt, Akuna-Oase. Alle Klärchenbärchen. Hier will allerdings niemand mit mir questen, außer der Typ, der mich immer anlügt. Warte einen Moment. Nein, ich scheine nicht. Ich falle immer wieder drauf rein. Kann ich hier was machen? Ja. Hallo, ich habe das hier wieder ganz gemacht. Will vielleicht mir jemand dankbar sein? Ja. Ach, das ist doch Quatsch hier. Neue Quests haben für die Gegend hier. Wie undankbar die hier einfach sind. Für die habe ich noch nichts zu fressen gefunden hier. Können wir die auch wegmachen? Ich glaube, das ist zu heftig, ne? Ja, 14. Hallo. Das ist hier im Endeffekt alles verseucht. Das können wir wegmachen. Aber wieso macht sie das immer nur? Wieso macht das immer nur Flauschi oder wie die heißt? Oh, wir haben eine Sonnenbrille gefunden. Das ist sehr schön. So, hier komme ich absolut nicht lang. Hier ist eine unsichtbare Wand, obwohl es da vorne erst losgeht. Ja, nee, hier komme ich nicht lang. Okay. Dann ist es das erstmal gewesen. Wir könnten jetzt... Nee, wir können hier hoch auch nicht. Wir können ja hier gar nicht lang. Können wir noch... Nee, weiter in die Richtung auch nicht, ne? Das ist ja alles... Nee, das ist alles das, ja. Nee, also wir können hier nicht lang. Reise ins Alltagskönigreich, das könnten wir nochmal. Das ist da hinten, aber da kommen wir auch nicht hin, ne? Nee, da kommen wir auch nicht hin. Nee. Nee. Okay, wir können bloß hier lang. Okay, wir können hier noch nicht hin, nee. Dann können wir eigentlich nur wieder zurück und die anderen Quests noch machen. Ich mache jetzt erstmal hier mein Dings hin. Kann man da drüben lang gehen eigentlich? Nee, da kann man auch nicht weiter lang gehen. Aber ich gehe ja trotzdem nochmal lang. Es könnte ja sein, hier ist noch irgendwo eine Schatzkiste oder sowas. Aber es sieht nicht danach aus. Was ist denn hier? Ist das ein Ei? Ah, rumzurennen und die Häuser von Leuten kaputt zu machen, ist eher unfein. Der Sack auf deinem Rücken hat die perfekte Größe für einen Geist. Du wirst ihn doch nicht so bald kaputt machen, oder? Hier war ein Geist drin, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das gar nicht blau glitzern gesehen. Das muss ich mir im Video im Nachhinein nochmal angucken. Das war jetzt gerade Zufall. Ich habe nur gedacht, was hängt da für ein Ei runter? Na gut, dass wir hier nochmal hingegangen seid. Dann haben wir jetzt 8 Geister. Aber trotzdem noch nicht genug. So, hier hat keiner eine Aufgabe für uns. Hier können wir handeln. Was hat er denn zu handeln? Vielleicht hat er irgendwas, was wir brauchen. Nee, nur Fallen und Münzen.
Nee, dann will ich nicht mit dem handeln. So. Jetzt dürfen wir die ganze Route hier wieder zurücklaufen. Ich mag es bei solchen Spielen tatsächlich lieber, erstmal, wenn man in einem Dorf Aufgaben kriegt, die fertig macht und man nicht während der Suche für die einen Quest von dem einen Dorf auf einmal schon im nächsten Dorf landet und schon wieder neue Quests kriegt. Das gefällt mir hier nicht ganz so gut, aber das ist jetzt echt Meckern auf höchstem Niveau, muss ich ehrlich zugeben. So, es ist Scheißwetter draußen. Na, tolle Wurst. Okay, wo war der Dings? Was ist das denn da? Ist das einfach nur ein Leuchtturm? Ach nee, das ist Mond, Sonne, was auch immer. Wir sind ja in die Richtung gelaufen. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Hier haben wir noch Düsternis. Kriegen wir die jetzt weg? Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Nee. 13 brauchten wir da. Okay, nee. Theoretisch hätten wir schon 9. Ich weiß ja schon, wo der 9. ist. Der ist in dieser Löwenstatue, aber... Hier waren wir noch nicht. Oder? Ha! Ich hab dich gehört. Wo bist du? Ja, wo denn? Ah, hier. Komm mit ins warme Täschchen. Sollten wir uns hier nicht fernhalten von dem Ding? Grüße, Geisterseher, deine Reise hab dich viel gelehrt, aber es gibt noch viel mehr für dich zu lernen. Wir stehen vor dem Wolkenfänger, einst eine großartige Leistung unserer beiden Völker, heute eine offene Wunde zwischen unseren Welten. Diese Wunde steht zwischen dir und den Antworten, die du suchst, und die ist die Quelle der Düsternis. Durchsuche die Wüste, Geisterseher, finde den alten Mann, den die Zeit vergessen hat. Er wird dir zeigen, was zu tun ist. Lebe wohl, Geisterseher, du hast noch einen weiten Weg zu gehen. Ach, okay, das war die Reise ins Altkönigreich. Alles klar. Das heißt, wir dürfen jetzt hier nicht den Mann, den alten Mann, der vergessen wurde. Okay, da ist nichts. Ich geh jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Da komme ich nicht rüber. Zahnräder. Komme ich auch nicht rein. Und ich glaube, das war es. Weiter geht es hier tatsächlich noch nicht. Hier ist noch eine Leitertreppe. Ach nee, hier können wir runter wieder. Okay. Gut, dann ist das jetzt für uns erstmal uninteressant. Mit Zauberer Dupless sprechen. Wo finde ich denn Zauberer Dupless? Aere hat mich gebeten, einen Mann zu suchen, den Zeit für weitere Hilfe vergessen hat. Gott, wo soll ich den denn finden? Wer weiß, wo der rumgurkt. Okay, gut. Hallo, ich habe doch dich gehört, mein liebes Fräulein. Ich habe dich doch gehört. Ein leises, dezentes Schnurren. So, hier haben wir noch ein Kistchen. Grünes Shampoo. So,
Und dann haben wir ja hier den Hafen wieder. Weiter geht's nicht mehr. Wir haben dann jetzt die ganze Ecke hier abgegrast, ne? Ja. Hier können wir ja noch nicht hin. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal wieder zurück. Hey, Rex! Hä? Ach, hier. Fahr mich zurück. Hallo. Okay. Sonnenbrillen brauche ich. Haben wir hier vielleicht einen Händler, der die verkauft? Aber ich glaube, der hier hatte nichts. Oder? Warte, wo war? Hier. Hattest du Sonnenbrillen? Nee, aber rote Beeren. Warte mal, wir brauchten doch für irgendwas rote Beeren. Festivalsaft, genau. Festivalsaft. Brauerin für Farben, das ist so krass. Das ist eigentlich keine Brauerin, ne? Das ist eigentlich ein Pyrotechniker. Brauerin ist eigentlich die für die Säfte, aber das gehört zum Kochen. Okay, warte. Festivalsaft. Rote Beere brauchen wir einmal. Und für das Kochset können wir herstellen. Wasser brauchen wir und rote Beere. Mein Freund, du hattest auf jeden Fall eine rote Beere. Wir nehmen auch beide mit. Und Wasser nehmen wir auch zweimal mit. Dann kriegst du 140 von mir. Mal hier so ein Fisch. So, sind 80. Komm, Kräuter habe ich gesehen, haben wir noch im Dings. Und noch irgendwas für 10. Guck mal, hier zweimal. Nee, die Seide will. Nein, die Seide will ich eigentlich nicht machen. Dann machen wir hier einmal Goldmünze. So. So, dann kann ich nämlich jetzt den Festivalsaft herstellen. Ach, haben wir sogar gleich zweimal gemacht, oder? Habe ich den jetzt? Ja, so, und damit könnten wir bei Jubilee das Ganze abliefern. Jubilee war jetzt wo? Ach, die war doch irgendwo. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Wir sind ja noch auf dem Fragezeichen. Was ist das denn jetzt hier? Das Bartduell. Wo war denn jetzt Jubilee? War das die Quest Pouch? Nee. Was war denn die Quest Pouch? Das war der Festivalsaft. Oh, das heißt, wir müssen jetzt da rüber. Ja. Könnten wir aber das hier alles noch mitnehmen. Und das hier auch noch. Wir machen erstmal das hier. Was will der? Was ist das jetzt hier? Ach so, Schreinergildenmeister, ja. Oh. Das ist ja mal ein schönes Geheimversteck. Du hast entdeckt Conte Bart. Cool. So. Laufe ich jetzt einfach mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Wie spät haben wir es? Ich sollte eigentlich schon wieder einen Folgenstopp machen. Aber wir laufen mal noch ganz schnell hier hoch. Nur noch mal gucken. Da ist nämlich noch ein Fragezeichen. Da haben wir den Bart schon gefunden. Ach, hier ist wieder so ein Ding. Wie komme ich denn da hoch? Hier. Können wir mit dem was machen? Steine Weisheit. Zeige den Weg. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Ja, und jetzt? Macht er jetzt was? Ach so, den Weg soll ich zeigen.
Ich bin gerade aus dem Spiel getappt. Warum auch immer. Ach, das ist bloß für die Quest. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich dachte, man muss den irgendwie aktivieren. Ja, okay, was auch immer. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Ausrufezeichen? Vielleicht ist es allgemeine Questanzeige. Ich weiß es auch nicht. Okay. Warte, Karte nochmal schnell. Wir müssen dann erstmal, wir machen dann erstmal hier hin. Wir machen in der nächsten Folge erstmal hier halt. Da oben gehen wir jetzt erstmal nicht lang. Wir müssen eh da runter. Gut. Und dann nehmen wir das mit und dann müssen wir gucken. Das Bartding ist eh hier oben. Mal sehen. Okay, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.